Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir die Toddler to Adult Challenge. Das heißt, ich muss einen Toddler, also ein Kleinkind, erstellen. Und das müssen wir dann einfach erwachsen machen und gucken, dass es trotzdem gut aussieht und nicht irgendwie gruselig oder so. Weil ein süßes Kleinkind hat ja gerne große Augen und so. Und irgendwie kann man in Sims nicht so gut die Gene voraussagen, wie es dann als Erwachsenes aussehen würde. Und ja, begeben wir uns dann mal ran. Also, ich möchte auf jeden Fall die Augen ein bisschen... Wir wollen es nicht übertreiben, ne? Ein bisschen weniger. Ich möchte nicht so viel Bäckchen haben. Okay, geht anscheinend nicht. Ist okay. Näschen. So, ich denke, das Kind ist eigentlich ganz süß so. Ich gebe dem Kind jetzt... Zähne. Die sind süß. Und Skin Details, of course. So ein Cutie. Ich habe Lust, heute mit ein bisschen mehr Maxis Match Sachen zu arbeiten. Dementsprechend, ja. Vor allem auch, weil ich halt größtenteils Maxis Match Haare habe für Kleinkinder. Weil die irgendwie einfacher zu finden sind, finde ich. Und die sind außerdem sehr süß. So, ich habe mich jetzt für die Frisur entschieden und die Haarfarbe, weil ich finde das sehr, sehr schön. Und ich habe irgendwie wenig Sims mit braunen Haaren im Vergleich zu schwarz oder rot. Irgendwie habe ich ganz viele rothaarige Sims. Und ich denke, dass das eigentlich sehr süß ist. Deswegen entscheide ich mich dafür. Das finde ich sehr, sehr süß. Ich finde, das passt auch gut zusammen. Und irgendwie habe ich gar nicht mehr bekommen, dass in Get Famous so eine süße Jacke dabei ist. Ich liebe sie! Und dann dazu diese Schüchen. Ich liebe Kleinkinder in Sims 4. So nehme ich die. Sie gefällt mir richtig gut. Sie ist sehr, sehr süß. Ich hoffe, dass das eher ein schöner Sim wird. Ich habe sie jetzt übrigens Emilia genannt. Ich speichere sie jetzt ab und dann können wir dann einen direkten Vergleich dann sehen, wenn es fertig ist. So, da haben wir sie ja schon. Und dann machen wir sie jetzt zur jungen Erwachsenen. Sie sieht süß aus. Me like. Warte, zieh dich mal aus. So, dann gucke ich mir die Skin Details an. Sie hatte den hier mit so. Oder hatte sie das? Ich glaube, sie hatte das, ne? Nämlich das hier. Und Eyelashes, of course. Als könnte man die vergessen. Die Augen sind ein bisschen deformiert irgendwie. Ich denke, die sind ganz gut. Mir gefällt ihr Gesicht total. Die Nase ist halt ein bisschen spitz, aber ist okay. Ist absolut fein. Nichts gegen Menschen mit spitzen Nasen und so, ne? Ich nehme diese Haare. Die finde ich sehr süß und die sind halt auch von der Länge her ähnlich und so. Und ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. So, das ist ihr Make-up. Sie hat nur ein bisschen Highlighter und diesen Lippenstift hier bekommen. Und ja, ich finde, es sieht sehr, sehr toll aus. Das ist jetzt die gute Emilia, wie ich sie mir vorstelle, wenn sie halt erwachsen ist. Und dann wurde sie von dem kleinen süßen Ding hier zu dem großen süßen Ding hier. Mir gefällt sie sehr gut. Ich finde sie sehr, sehr niedlich. Und ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Guckt doch auch die alten Videos, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und bis dahin. Tschüss!